Ich habe mir eine Schneckenvase zusammengestellt mit ca. 1,5 Liter. Als Beleuchtung habe ich eine Akkutaschenlampe, die ich aber nur abends manchmal brennen lasse. Normalerweise ist eine Beleuchtung nicht nötig, weil das Glas direkt im Fenster steht und das normale Tageslicht völlig ausreichend ist. Die Vase habe ich gefüllt zu 50% mit Aquariumwasser und 50% Leitungswasser. Als Bodengrund habe ich Farbkies. Als Besatz habe ich Postronschnecken, Wasserflöhe und Glanzwürmer. Ich denke mal, die Wasserflöhe werden sich wohl nicht lange halten, weil sie einfach in der Vase zu wenig Nahrung finden. Die Glanzwürmer sehen so ähnlich aus wie Tubifex, nur mit dem Unterschied, dass man die wirklich dauerhaft in ein Aquarium halten kann. Das Einzige, was ich für die Schnecken und Glanzwürmer als Futter ins Becken geben werde, das sind Walnussblätter. Wasserwechsel werde ich nur alle 2 Wochen machen, wahrscheinlich 50%. In dem Bodengrund habe ich noch eine Düngertablette verteilt, dass die Pflanzen für den Anfang erstmal gut durchstarten können. Das Einzige, was ich vielleicht noch verändern werde, das ist die Beleuchtung, weil die kleine Taschenlampe ist für den Dauerbetrieb wahrscheinlich nicht sehr gut geeignet. Sie wird nach einer Stunde sehr heiß. Mal schauen, wie sich alles entwickelt. Ich werde vielleicht nach 2 Wochen so ein kleines Update-Video machen, wie sich die ganze Biologie und die Pflanzen entwickelt haben in der Vase. So, dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.